Willkommen in einem Land, in dem Tausende von Tieren leben. Über 120 verschiedene Stammesgruppen. Und die Heimat von Afrikas berühmtesten Nationalparks. Ich bin in Tansania und dies ist AWR 360. Mein Name ist Michael und ich lebe im Norden Tansanias. Ich habe eine wunderbare Frau und Familie und baue Gemüse zum Verkauf an. Als Teenager hatte Michael die Lehre der Siebenten-Tags-Adventisten befolgt. Doch mit der Zeit legte er seinen Glauben ab und vergaß langsam Gott. Michael wurde sesshaft, heiratete und begann, seine ganze Zeit und Energie in den Anbau von Gemüse für den Verkauf zu stecken. Er war stolz auf seinen schönen Garten und hielt ihn stets in Schuss. Doch eines Tages geschah etwas, das ihr friedliches, ruhiges Leben unterbrach und Michaels Garten zerstörte. Ich bekam schreckliche Probleme. Wildschweine kamen nachts in meinen Garten, zerstörten meine Pflanzen und fraßen mein Gemüse. Um die Ernte zu beschützen, begann ich nachts aufzubleiben, um Wache zu halten. Eines Abends, als er ein Feuer machte und sich wieder auf eine lange Nacht vorbereitete, schaltete Michael sein Radio ein. Der Sender, der lief, war ihm neu, aber die Worte klangen seltsam vertraut. Es war schon viele Jahre her, dass er etwas über Jesus gehört hatte. Es war wie eine ferne Erinnerung. Die Nacht verging dieses Mal schneller, und als der Morgen anbrach, spielte Michaels kleines Radio immer noch den Sender, von dem er später erfuhr, dass es Adventist World Radio war. In der zweiten Nacht schaltete Michael sein Radio wieder auf AWR und lud diesmal 5 seiner Nachbarn ein, ebenfalls zuzuhören. In der dritten Nacht wurde im Radio ein Vortrag über den Glauben gehalten. Mein Herz war berührt und ich sagte zu meinen Freunden, wenn es einen Gott gibt, der groß genug ist, unsere Ernte zu schützen, warum bleiben wir dann die ganze Nacht auf? Michael beschloss, Gott eine zweite Chance zu geben. Um zu testen, ob Gott wirklich existiert, blieb Michael in der nächsten Nacht zu Hause, statt hinauszugehen und seine Ernte zu bewachen. Vor dem Schlafengehen versammelte er seine Familie, um AWR zu hören und um Gottes Schutz zu beten. Am nächsten Morgen ging Michael hinaus, um seine Ernte zu prüfen. Erstaunlicherweise gab es keine Schäden. Ich war so aufgeregt und lief zurück, um meiner Familie die gute Nachricht mitzuteilen. Zum ersten Mal in meinem Leben erkannte ich, dass Gott real ist und sich um mich kümmert. Abend für Abend kehrte Michael nach Hause zurück, hörte sein Radio und betete wieder einmal um Gottes Schutz, bevor er friedlich einschlief. Michaels Nachbarn begannen, Fragen zu stellen. Sie sahen, wie die Schweine an seinen Feldern vorbeigingen, um dann die umliegenden Ernten zu fressen. Die Nachbarn waren sich sicher, dass es Zauberei war. Aber Michael erklärte ihnen alles über das Radio und einen Gott, der sogar das Gemüse vor den Schweinen schützte. Einige meiner Nachbarn wollten Gott auch auf die Probe stellen und hörten zu Hause AWR, anstatt nachts ihre Felder zu bewachen. Und die Schweine ließen auch ihr Gemüse in Ruhe. Bald darauf beschlossen Michael, seine Familie und 30 weitere Menschen aus seinem Dorf, ihr Leben durch die Taufe Jesus zu übergeben. Wir sind so dankbar für Adventist World Radio.
Wenn wir es nicht gehört hätten, würden wir immer noch im Dunkeln sitzen, unsere Ernte vor Schweinen schützen und hätten nichts von Jesus gehört. 3 Jahre später wächst Michaels Garten immer noch gut und die Wildschweine sind nicht zurückgekehrt. Michael liebt es, allen von Jesus zu erzählen und sagte uns mit einem breiten Lächeln, dass er jetzt ein Missionar ist. Seine Liebe zu Jesus und zu der Gemeinde der Siebenten-Tags-Adventisten ist neu entfacht und seine Hingabe entspringt einer persönlichen Erfahrung des Glaubens und des Vertrauens. Das alles ist das einfache Ergebnis einer Radiosendung und eines Gottes, der groß genug ist, Gebete zu erhören. Wir danken euch für eure großzügige Unterstützung von Adventist World Radio. Dadurch werden Leben berührt und für die Ewigkeit verändert. Von der Sendung bis zur Taufe. Dies ist AWR 360.